Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed 3. Ja, ich glaube, wir sind im Finale nah. Oder, ja, ich denke, wir sind im Finale sehr nah. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich glaube, wir sind fast am Ende. Haben Charles Lee jetzt gerade vernichtet. Connor ist noch immer ein bisschen sehr angeschlagen. Geht ein bisschen wie wir, wenn wir aus der Kneipe kommen. Fühlt ihr nur schmutzig wieder so? Aber ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Frohe Nacht, was? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Stimmt. Tot ist er ja noch nicht. Wir haben ihn ja nur angeschossen. So war das, stimmt. Ist zwar erst ein Tag her, aber ich hab's fast vergessen. Ich erinnere mich. Vielleicht kriegen wir doch noch unseren lang ersehnten Kampf gegen ihn. So schneller als so kann ich nicht. Unter der Tür war einfach gar nichts. Ja, geil. Das ist mein Sippeln. Komm her, mein Junge. Okay. 6 Monate später. Sollten Sie das hier lassen? Okay. Oh. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten. Bei
Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Er hinkt aber immer. Ach so, okay, die Wunde wird noch nicht ganz verheilt sein, ne? Das wird der Grund sein, warum er noch so hinkt. Hab gedacht, er hätte Langzeitschäden davon getragen, aber dem ist, glaube ich, nicht so. Connor. Sequenz 12 beendet. Die Summe der Wahrheit. Aber er hat es nicht fallen lassen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit Desmond dahin. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Mann, bin ich gut. Ja, dann los! Achilles Davenport. Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Toll. Beruhigt mich ja, dass ihr direkt hinter mir seid. Oh, sind sie wirklich? Ich habe keine Ahnung, was uns dahinter erwarten wird. Aber die Alte ist ja hier. Hier, die auch bei Connor war. Die war ja hier bei uns auch.
Stunde der Wahrheit. Die würde uns doch nicht verarscht haben, oder? Nee? Kommen die anderen nicht mit? Er läuft alleine. Ja. Komm. Hier. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten, wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht! Minerva? Du? Aber wie? Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier. Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Boden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung. Ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott.
Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet, ihr alle, jetzt! Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns, wir finden einen Weg. Keine Zeit. Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht. Geht! Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet, aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Was für eine Rolle hat gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die Main spiele. Interessant. Ich weiß nicht, ist Desmond tot? Vermutlich ist er tot, oder? Ich meine, eine richtige Bestätigung dafür haben wir nicht. Er ist nur umgefallen. Aber ob er jetzt auch Tatsache tot ist, das haben wir nicht. Aber ansonsten, geiles Spiel. Wirklich, wirklich geiles Spiel. Ich erinnere mich irgendwie an die viele Szenen einfach gar nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, das ist ja schon gut 11 Jahre her oder so. Oder noch länger. Gut. Das macht das Spiel natürlich nicht schlechter, aber wie gesagt, für mich ist es halt schon eine Weile her und ich erinnere mich deshalb nicht mehr so gut daran. Aber was soll's, macht ja nichts. An sich, wie gesagt, wirklich gut gemacht, auch mit Connor, vielleicht das mit dem
Vater hätte vielleicht ein bisschen so gewünscht, dass er vielleicht nicht weiß, dass Connor sein Sohn ist, es dann vielleicht rauskriegt, aber das ist halt, ja, so Story, wie man sie sich vielleicht erwartet hätte. Hätte man vielleicht dann doch umgenörgelt, aber so, ich hätte die Tatsache so erwartet, dass er es gar nicht weiß, dass er ein Baby hat mit der Sio, oder wie sie hieß. Aber er wusste es scheinbar doch, was ja auch okay ist, aber trotzdem nicht dafür gesorgt hat, dass Vater-Sohn hier gut durchs Leben ziehen werden. Ach Gott, ich bin immer müde. Aber ansonsten, cool gemacht. Auch cool gemacht, dass man am Anfang die Seite mit Haltham spielt und Charles Lee und so praktisch diese Gruppe aufbaut, die man hinterher wieder tötet. Nicht schlecht, hätten wir uns das gespart, hätten wir gar nichts töten müssen. Oder wahrscheinlich nicht so viele. Oder vielleicht auch andere vermutlich. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, geiles Spiel, wirklich geiles Spiel. Hat wieder richtig Spaß gemacht und noch immer ist mein Durst auf Assassin's Creed nicht gestillt. Ich weiß, ich habe gestern gelesen, wenn ihr das hier seht, dann habe ich es vor gut 3 Wochen gelesen, dass Assassin's Creed Infinity oder sowas bestätigt wurde. Keine Ahnung, was das ist, aber scheinbar ein neuer Teil. Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Ich habe nur gelesen, neuer Teil ist bestätigt worden, irgendwie Infinity oder so. Mal sehen, ich weiß noch nicht, worum es da gehen wird, muss ich mich nochmal ein bisschen durchlesen, aber ich habe es, wie gesagt, heute erst gelesen. Oder gestern. Aber okay. Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die hier jetzt aufgelistet sind und schon aufgelistet waren. Habt einen super, super Job gemacht. Ein großartiges Spiel hergestellt. Und auch zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank. Es war jeden Cent wert. Nicht nur hier beim zweiten Mal die Remastered-Version, auch die erste Version, die auch noch im Schrank rumsteht, glaube ich. Grandios, wirklich toll. Ja, wenn ihr weiterhin solche Projekte wollt, nicht das, was ich hier mache, aber selbst wenn ihr das wollt, mich werdet ihr nicht los. Aber diese Spiele hier, kauft sie euch wirklich, damit diese Leute weiterhin so tolle Sachen machen werden. Gut, es soll von mir gewesen sein. Ach, nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank an die Leute, die aufgelistet sind. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mit mir Assassin's Creed 3, aber auch die ganze Assassin's Creed 3 Reihe durch Assassin's Creed 3 durchballert. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ihr könnt mir gerne was dalassen. Ja, passt auf euch auf, Freunde. Bleibt gesund. Und dann bis zum nächsten Assassin's Creed Teil. Ciao, ciao.